Hallo, ist Naruto 1986. Herzlich willkommen zu Shadow of Tomb Raider Part 39. Und jetzt machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. Wir haben jetzt hier ein paar wieder erledigt von denen. Und ja, was. Aber das, was ich mich voll mit Schlamm und alles eingedeckt habe damit, weil. Okay. Nein, ich weiß noch, wie man das alles macht. Natürlich. Das ist ja gerade gesehen, aber das ist jetzt ja auch gar nicht falsch. Ich war auch nicht falsch gedrückt vorhin. Okay, hier müssen wir hoch. Ja, komm, aber du sollst dich ja nicht abhüpfen, sollst hier hochklettern. Voraus, Team. Warum sucht ihr immer noch die Schatulle? Hm. In eurem Bereich sind Feinde. Aktion, Dr. Dominguez. Dominguez ist mir völlig egal. Findet Lara Croft und tötet sie. Aha, ihr wolltet mich töten, oder? Unmöglich. Aber. Ich kann nicht mehr tragen. In diesem Sektor gibt es viel zu viele Verstecke. Ja. Findet Lara Croft, wie denn? Dafür sind wir doch viel zu wenige. Das war eine Forschungsoperation. Wir verteilen uns und machen das Beste draus. Ich gehe darüber, du bleibst hier. Mhm. Mal was ausprobieren, ob das jetzt funktioniert, warte. Wahnsinn, wie schnell Parameter sich ändern. Kann man den Scheiß nicht irgendwie ausschalten oder ihn kaputt machen? Nee, funktioniert nicht, schade. Hätte ich zu gerne mal gemacht. Okay. So. Okay. Vielleicht ist sie hier drüben. Nee, ich bin nirgendwo. Keine Angst. Ich bin weg. Wahnsinn, wie schnell Parameter sich ändern. Wenn er rüberkommt, wieder so, dass der bei mir ist. Vielleicht ist sie hier drüben. Nee, bin ich leider nicht. Ja, ich warte, bis der jetzt wieder weggeht. Danach gehe ich hoch auf den Baum. Wahnsinn, wie schnell Parameter sich ändern. Ah ja, ich habe keinen Bogen, okay. Erst Dominguez die Schatulle. Jetzt sagt Rourke, wir sollen Croft suchen. Auf wen sollen wir hören? Naja, Rourke ist ein Militärführer und bei schnell hier rein. Entscheidungen sterben Menschen. Überleg ja, dir besser gleich, wo deine Loyalität liegt. Ich habe euch vorgewarnt, ihr seid alle tot, ihr seid des Todes. Du musst wissen, dass du mich deckst. Euer erster Freund ist schon mal tot. Zum Road-Team. Ich will nicht, dass das nochmal passiert. An uns kommt sie nicht vorbei. So, ist hier hin. Sei du dir mal nicht sicher, ob ich da nicht, dass ich da nicht vorbeikomme.
Ablenkung. Lara Croft. Sie ist beeindruckend hartnäckig. Na, warte, Freundchen. Viel Spaß beim Verbrennen. Schön viel Spaß beim Brennen, ihr Hundeköppe. Ihr von Trinity seid sowas von tot jetzt. Okay. So. Okay. Jetzt schnell ins Gebüsch oder so rein. Oh oh. Was ist los, Lara? Ja, gut. Cardinal 2, wie ist Ihr Status? Lima 6 gesichert. Hoch mit dir, komm da rein. Kappa Team, wie ist Ihr Status? Jetzt hoch. Im Kampf, alles im Griff. Crofts Freund ist entkommen. Wir verfolgen ihn nach Juliet 3. Komm schon. Ihr Cardinal 2, ich sehe Vorbebenschäden in Juliet 3. Ein Felssturz hat die tertiäre Pumpanlage zerstört. Keine Brände. Die Zugangsstraße zu Kilo 2 ist durch umgestürzte Bäume blockiert. Ich habe leider keinen Bogen mehr. Oder warte mal, kann man hier vielleicht so. Oder warte, oder kann man hier so rüber vielleicht? Neues Lager, perfekt. Was zum Teufel? Was zum Teufel mache ich überhaupt hier? Onorato ist tot, die Schatulle ist weg. Jonah. Gott, falls ihm irgendwas zustößt. Hä? Wo sind meine Waffen alle hin? Nein! Okay. Alter, Vater, die keine Waffen aus meiner Kletterhaft, oder was ist das jetzt wieder? Wo sind meine Pistole, meine Bogen und alles nicht gekommen hier? Alter, das ist echt krank, Alter, gerade. So. Okay. Meine ganze Pistole alles ist weg. Alter, Vater, was ist los? Nein! Hallo, Lara. Wer spricht da? Ich vermute schon seit Mexiko, dass du meine Kommunikation abhörst. Rourke. Commander Rourke. Du hast mich abgehört. Und jetzt höre ich dich ab. Noch ein Vorbeben. Wie fühlt sich das an, für all diese Katastrophen verantwortlich zu sein? Für all das Leid? Ich weiß, was ich getan habe. Dein Blick, als Dominguez es dir gesagt hat. Aber du musstest diesen Dolch haben, richtig? Okay. Ich habe jetzt nur ein einziges. Das ist Messer und Axt. Na super. Alter, jetzt habe ich ein Messer. Das Messer benutzen. Findet sie. Croft ist direkt an den Jungs am Strand vorbei. Das darf nicht passieren. Wir durchsuchen alles. Was Interessantes in der neuen Lieferung? Thermobrillen, Gentlemen. Ich gehe voraus. Oh oh. Ich hab was! Wo? Scheiße! Falscher Alarm! Irgendein Tier! Hey, kriegen wir jetzt bald Licht oder was? Ich krieg sie nie zum Laufen, wenn du mich so weiter nervst. Warum überhaupt plötzlich diese Hektik? Rook hat gesagt, Croft kommt hier durch. Ach, verdammt! Okay, ich beeil mich.
Es geht los. Okay. Hast du schon was gesehen mit der Brille? Kleine Tiere, aber nichts Wichtiges. Ich werde das ganze Gebiet absuchen. Es gibt kein Versteck. Ernsthaft? Wirklich? Glaubst du wirklich? Ich habe leider nichts hier, was ich hier rüberlocken könnte, den Depp. Na, jetzt kommt dem so eine scheiß Brille hier wieder an, Alter. Der Regen ist unwirklich. Brenn, du Hund. Ziel am Boden. Ich wiederhole. Ziel. Ja, ja. Ich hab was. Wo? Falscher Alarm! Ja, das war aber dieser Penner, oder? Ja, komm, lauf ruhig da hinten rein, lauf ruhig da hinten rein. Bald Licht, oder was? Ich krieg sie nie zum Laufen, wenn du mich so weiter nervst. Ah, das ist eine Idee, ich muss aufpassen, dass die mich nicht entdecken, und ich habe auch jetzt den Plan. Ich wollte ein bisschen zu blöd angestellt, weil es zu schnell war. Ich bin zu schnell durchgerannt wieder. Ich muss gucken, dass ich den Penner mit seiner Brille gleich dann da hinten gleich töten kann. Es geht los. Bevor der mich dann da wieder irgendwie hier. So. Kleine Tiere, aber nichts Wichtiges. Ich werde das ganze Gebiet absuchen. Ich habe ja keine Waffen, wie ich mich wehren kann. Ich habe keine Waffen, das ist ja das Problem. Und deshalb habe ich mich gerade ein bisschen zu schnell lahm angestellt damit. Aber das wird jetzt der letzte Part sein für heute. Und dann ist Schluss. Sieht vielversprechend aus. Dann geht's hier. Nächste Runde weiter mal, oder nicht? Jetzt muss ich warten, bis der herkommt. Ist bestimmt da drüben. So, ich laufe mal kurz ein bisschen hier ins Eck, dass er mich hier mit seiner scheiß Brille nicht sieht. Komm, hau ab, Alter. Diesmal ist sie nicht bereit. Ich hab nichts. Du peinst dich noch. Klar, der mit seiner scheiß Brille wieder, Alter. Ja, Alter, was ist das für ein Dreck gerade? Ich hab was. Wo? Scheiße. Falscher Alarm. Irgendein Tier. Sorry, dass ich gerade verreckt bin, aber der nervt mich mit seinem Wärmescheiß gerade. Licht oder was? Ich krieg sie nie zum Laufen, wenn du mich so weiter nervst. Warum überhaupt plötzlich diese Hektik? Brooke hat gesagt, Croft kommt hier durch. Ach, verdammt. Okay, ich beeil mich. Es geht los. Hier mit eurer Scheißwärme-Sensor-Brille da. Keine Tiere, aber nichts Wichtiges. Ich werde das ganze Gebiet absuchen. Ich krieg das schon noch hin heute noch, keine Angst. Ah, mich ist das auch nervend, ey. Warum der sich dann auch so schnell da umdreht, dieser Zigeuner?
Diesmal ist sie nicht bereit. Halt bloß den Rand, Alter. Du bist gleich des Todes, Junge. Du musst halt auf den richtigen Moment abwarten. Wir finden sie. Ja, komm, lauf. Es gibt kein Versteck. Ich hab nichts. Hundekopf. Auch nichts. Jetzt reicht's, Alter. Ich hab dich gewarnt, Alter. Ich sehe was. Sieht vielversprechend aus. Sonst Zeit so. Jetzt. Sie ist bestimmt da drüben. Es gibt kein Versteck. Ja, ja, für dich vielleicht nicht, du Hundekopf. So, erstmal Motteltreffer. Der Regen ist unnatürlich. So, ihr dürft beide verrecken. Ne, ihr seid schon mal weg vom Fenster, ihr Penner. So, verreck, Alter. Endlich mal diese Double-Kill-Teile, endlich. Mit seinen Tricks Wärmesensoren, Alter. Chain Gang. Trophäe erhalten. Jetzt. Verdammt, Männer, benutzt die Brillen. Findet sie. Na, von wegen. Jetzt sie. Ihr werdet gar nichts, ihr Penner. Guten Abend, Traf. Guten Abend, Sam. Siehst du jemanden? Dann würde ich bereits schießen. Mit deiner blöden Brille. Du nervst langsam. Mit euren scheiß Wärmebrillen. Ihr nervt langsam. Jetzt haut ab, ihr verdammten dreckigen Hundeköpfe. Lass du schon weg, Lara. Verdammte Lara Croft, wir müssen sie aufhalten. Keine Sorge, das werden wir. Ach ja, wegen der neuen Ausrüstung oder was? Nein, aber wegen Rook. Ja, komm mal her, Alter. Komm mal ruhig hierher, Freundchen. Ich glaube nicht, dass es dir viel bringt. Mhm.
Perfekt. Kommen da gleich zwei oder kommt da einer? Irgendwas ist hier verdächtig. Hier kommt keiner rum, okay. Auf, komm her. Vielleicht muss er ja pinkeln. Komm her, Brudi. Komm her, Dicker, komm. So, hab dich. Du hast dich gerade hierher getraut, hast, Alter. Du kannst auch herkommen, Alter. Verdammter Penner. Nix da, Alter. Ernsthaft. Weiter. Hier kommt sie nicht durch. Der Heli oder das Suchteam erwischen ihren Freund. Endlich. Ich frage mich, warum Dominguez das nicht früher gemacht hat. Ich glaube, die wissen irgendwas oder sowas. Ein Grund mehr, alles einzusetzen, was wir haben. Ja, ich weiß mit heilen, Alter, aber nervt mich jetzt gerade nicht damit, mit dem Schwachsinn damit heilen, ey. Das waren hier so viele Leute, Alter, ich habe nichts gesehen gerade, das war das Problem. Ah, okay, hier ist es dann gespeichert, perfekt. Siehst du jemanden? Dann würde ich bereits schießen. Komm schon. Noch mehr Opfer. Junge, du bist so ein Opfer. Darauf kannst du wetten, du Opfer. Ja, komm. Komm her, du Opfer. Totes Opfer bist du. Du bist gerade Todesopfer hier. Junge. Die Jungs waren nicht unvorsichtig. Warte, ich gehe mal hin und tue erstmal hier ein paar Versuchen auszulöschen. Bevor die Opfer mich hier bekommen. Die Jungs am Fluss melden sich gar nicht mehr. Ah, ist doch richtig. Ich werde sie kriegen, das schwöre ich. Wen oder was kriegen wir sie? Wenn sie sich verstecken. Wenn ihre Deckung ihre Körperwärme nicht komplett abschirmt, sehe ich sie. Auf die Nase. So. Jetzt. Was ich hier gemacht habe, war schon mal nicht schlecht. Also komm her, Freundchen. Komm her, komm. Du hast keine Chance. Ja, komm mal ein paar Schritte her. Hab dich gleich, komm. Wo ist der hin? Gut. Ja, komm. Komm her, Freundchen, komm. Schritte noch, hab dich. Tot. Hab dich gewarnt, Junge. Sie das nur? Ganz einfach, wie ich das mache. Ich kann es dir zeigen, wie ich es mache. Kein Problem. Ich kann es dir zeigen, wie ich das mache, Freund. Die Zentrale ist nervös. Das ist gar nicht gut. Naja. Hey, mein Freund. Komm ruhig ein paar Schritte näher. Kraft gehört mir. Ja, dann komm her. Hm.
Ja, was ist los? Jetzt komm doch her, Alter. Ist eine Weile her, seit sich die Teams am Fluss gemeldet haben. Willst du dich da hinten die ganze Zeit noch hier bequem hier hinten hinstellen oder was? Na gut, wenn du das gerne willst, dann mach ruhig. Lass mal kurz weg von der Wand hier schnell. Es muss aufhören. Operation Einsamer Wolf, was für ein Name. Ist doch unheimlich genug, etwas in diesen Ruinen im Dunkeln zu suchen. Hier. Ich gehe der Sache nach. Wenn du hier was nachgehen willst, dann hier. Dann geh dem hier nach. In deiner scheiß Brille hier. Jetzt guckst du blöd, Alter. Macht sie das nur? Wie ich das mache? Ganz einfach. So. Die Zentrale ist nervös. Das ist gar nicht gut. Die Zentrale ist nervös? Super, schön, dass die Zentrale nervös ist. Das bist du nämlich auch gleich. Tot, Alter. So. Ist eine Weile her, seit sich die Teams am Fluss gemeldet haben. Nur zwei. Croft muss doch langsam müde werden. Tot. Und tot. Das war's. Ich hab erstmal die anderen alle ausgeschalten, die anderen Hundeköpfe. Die kommen mir jetzt mal nicht in die Quere. So. So war's jetzt richtig. Da kommen mir jetzt die Hundeköpfe nicht in die Quere gerade. Das war's für die alle. Gnadenlos ausgelöscht, Alter. Okay. Hätte ich auch machen können, okay. Oh, bin gekommen. Alles ist leer. Bist du okay? Ja, alles okay. Ist das Erdbeben? Ich bin bei einer Ölraffinerie. Hier ist alles in die Luft geflogen. Nein, Jonah. Raus aus dem Kanal. Genau. Was? Sie hören mit? Okay. Ich finde dich. So. Ja, also. Dann haben wir es ja jetzt endlich. Abseilen oder was? Ja, anscheinend muss ich abseilen, natürlich. Aua. Ah, hier kriege ich neue Bogen wenigstens. Dann hoffentlich. Ein Rezept für ein Halluzinogen wird manchmal im Krieg benutzt. Ja, komm, den Bogen. Dann haben wir wenigstens einen neuen. In Herrgotts Namen. Gut, dann werde ich jetzt... Er sollte helfen. Gut. Wenn ich meine Pfeile damit benetze, habe ich einen Vorteil gegenüber Trinity. Mach.